Komm, Katze! Wir müssen uns beeilen! Wir müssen schnell zu Malui. Oh, Jonas, was mache ich hier? Was machst du hier? Zum Beispiel einfach deine Aufgaben fertig machen. Was für Aufgaben? Hast du meine Paladin-Rüstung gefunden, Jonas? Ich werde dir keine Baby-Paladin-Rüstung finden, okay, lieber Junior? Keine Baby-Paladin-Rüstung! Ich brauche meine Paladin-Rüstung! Naja, deine Paladin-Rüstung. Du sollst hier als allererstes mal ganz, ganz gemütlich spielen, okay? Ich habe rausgefunden, mir hat nämlich Frau Vardalon angerufen und gesagt, dass hier jemand weg ist. Ja, weil ich muss wieder groß werden. Muss ja, jemanden finden, der mir glaubt. Werden. Und ich habe jemanden gefunden, der mir glaubt. Nämlich Katze. Alte Katze glaubt der König von Kingdom. Hat er dir etwa alles erzählt? Er ist auch klein. Er hat an mir geleckt und seitdem ist er auch klein. Und wir wollten eigentlich zu Malui. In der Hoffnung, dass er uns helfen kann. Weil du glaubst mir ja nicht. Er ist auch klein. Er ist genauso klein wie ich geworden. Als ob, wenn er an dir lecken würde, würde man klein werden. Als ob. Weil dieser komische Trank da scheinbar dran schuld ist. Ja, ja, komischer Trank. Du hast einfach meine Flasche ausgeleert. Ich habe die Reste sogar noch zur Hälfte auf dem Boden aufgefunden. Ja, der Trank sah lecker aus. War das Dümmste, was ich hier machen konnte, ihn zu trinken, weil jetzt sehe ich so aus. Ja, und deswegen guck mich doch an. Dich auch in deinem Kindergarten. So nimmt mich doch kein Mensch mehr ernst. Willst du groß werden? Ja, so wie früher. Also, dann muss man was früher. Wenn du groß werden willst, musst du erstmal ganz gut zum Kindergarten gehen, dich gut benehmen. Dann musst du in die Schule gehen. Ich gehöre hier nicht her. Kein Kindergarten, keine Schule. Das habe ich alles schon durch. Seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Irgendwie sehe ich das nicht ein, weil du ein Kind bist. Deswegen bitte ich dich darum, hier in den Kindergarten zu gehen. Wo ist Drachi überhaupt? Drachi ist krank heute. Drachi ruht sich aus. Ja, toll. Ich bin auch krank. Ich muss auch nach Hause. Ja, genau, vor allem. Du bleibst hier und du spielst, verstanden? Ich werde alle anstecken. Jonas, Alter. Ich werde jetzt alle anstecken. Du wirst niemanden anstecken. Ich weiß ja, dass... Hecker. Ich weiß doch, dass du nicht krank bist. Ich bin krank. Unterhalte dich mit den Kindern. Ich bin klein. Ich bin nicht mehr groß. Keiner nimmt mich mehr ernst. Wenn man an mir leckt, werden alle klein. Frau Vardalon, wollen Sie du doch an mir, vielleicht Jonas? Ihre Schwester vielleicht in ein Kino gehen? Kannst du mal bitte aufhören? Jonas, jetzt nimm mich endlich ernst. Ja, Junior, was ist los? Ich bin nicht Junior. Okay, und wie willst du mir das beweisen? In Kingdom? Ja, da hat der Katze anscheinend alles drüber erzählt. Nein, ich überlege gerade. Irgendwas, was nur ich wissen kann, wo keiner dabei war. Paladin-Training. Wir haben das Paladin-Training gemacht. Diesen das Feld Paladin-Training außerhalb. War mit dir und mit der Katze. Da war keiner dabei, das war nur du und ich. Ich unterrichte keinen Paladin-Unterricht. Natürlich. Du, Masitrix. Erzmagier von Kingdom. Ich gebe keinen Paladin-Unterricht. Der König gab Paladin-Unterricht. Oh, stimmt. Das habe ich verwechselt. Der König gab mir Paladin-Unterricht. Genau. Aber gar keiner dabei. Und während ich mit dem König den Unterricht gemacht habe, währenddessen hast du mit Balui Training gemacht, Magier-Training. Und danach haben wir uns gebettelt auf diesem Trainingsplatz. Ja, das ist ja auch das Einzige, was einleuchtet, weil das hat wahrscheinlich alles Katze erzählt. Kacke, was habe ich denn mit dem Erzmagier alleine gemacht? Ach, weiß es doch gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Du siehst uns, weil es gab kaum irgendetwas, wo Katze nicht dabei war, weil er immer seine Ohren irgendwo hat. Ich mag diese Rutsche. Also, willst du ein bisschen rumrutschen, kleiner Junge? Ich will nicht. Na doch, wenn du schon fragst. Dann hier nach oben. Aber aufpassen, nicht runterfallen. Und rutschen. Au. Nein, du bist zu weit. Du musst hier. Ah, das kriege ich hin. Also, hör zu, junger Mann. Wenn du sein willst wie ein Großer, musst du dich erstmal wie ein Großer benehmen. Und das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, warum willst du überhaupt so leben? Ich habe den Dämon getötet. Der Dämon, der Balui besessen hat.
Warum willst du überhaupt leben wie dein Vater? Sag mir das. Ich meine, du hast die Möglichkeit, hier zu sein. Jeden Tag in den Kindergarten zu gehen, Essen zu essen. Wenn ich doch so ein kleines Kind bin, dann erklär mir mal, wo ist mein Vater, ha? Ja, keine Ahnung. Dein Vater ist ab und zu für mehrere Tage verschollen. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues? Das war schon immer so. Wie wär's denn mal? Du bist doch so mächtig. Ein mächtiger Erzmagier. Teleportier doch einfach mal meinen Vater hierher, wenn dem so ist. Du willst wirklich, dass ich deinen Vater hierher teleportiere? Ja. Mach, los! Na gut. Gut. Idam dai om balem. Und nun, siehst du? Wo ist dein Vater hin? Du hast mich teleportiert, du Idiot! Wow, ja, habe ich auch gemerkt. Danke, dass du mir das... Wahrscheinlich liegt es daran, dass er eine... Vielleicht liegt es daran, dass ich bin und nicht irgendein kleines Kind, sondern ich einfach nur geschrumpft bin. Verdammt, Jonas! Ach, verdammt, was soll ich dir jetzt noch machen? Wer soll mir dir jetzt noch helfen? Katze ist weg wegen dir! Was, Katze ist weg? Ja! Du hast mich von ihm getrennt. Wir wollten gerade in diese Gaia-Stadt gehen, um Baloui zu suchen. Weil und er vielleicht uns helfen könnte, damit er uns wieder groß macht. Na gut, von mir aus. Mach, was auch immer du willst. Gut, dann, wenn du willst, kannst du für mich aus auch einen kindergartenfreien Tag haben. Du nervst. Ja, werde ich jetzt auch machen. Muss ich werde deinem Vater erzählen, was los ist. Ja, mach das doch. Teleportier ihn doch her. Hallo. Ellie, hörst du mich? Ja, ich höre dich laut und deutlich. So nervt dich, in die Interferenz zwischen mir und deinem Vater zu stellen. Ich versuche gerade, deinen Vater zu erreichen. Ja, du erreichst mich doch, ich bin hier! Ellie, hallo. Hallo. Willkommen. Hallo, Jonas, an den wundervollen Ellie. Ich bin hier, Jonas, ich höre dich laut und deutlich. Jetzt hör mal auf, ich versuch's damit. Na gut, dann spreche ich halt auf den Telepathie-Anrufbeantworter. Hallo, Ellie, da ist der Jonas Masitrix, weißt du ja. Ich habe hier gerade deinen Sohn und der nervt mich gerade ziemlich extrem. Der hält die ganze Zeit sich selber für einen Paladin und ganz ehrlich, mit wem hast du den gemacht? Der ist wirklich sehr nervig. Ich höre nicht laut und deutlich, Jonas. Also, jetzt hör mal auf. Hörst du ja richtig? Na gut, egal. Ruf mir einfach zurück. Ach, du kannst gar keine Telepathie benutzen. Ja, kann ich nicht. Da bist du goldrichtig. Sei einfach erreichbar heute Abend. Ich bin erreichbar. Tschüsschen, Ellie. Ach, Jonas. Was denn? Ach, was? Ja, was? Was genau ist das dein Problem? Mein Problem ist, dass mir keiner glaubt. Und alle mich warnen wie ein kleines Kind. Ich bin kein kleines Kind. Ja, du bist schon ein ganz großer Junge. Ach, Jonas! Was denn? Wo bist du überhaupt? Bei mir zu Hause. Was? Nein. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss jetzt zu Baloui. Muss Katze wiederfinden. Dann muss ich zu Baloui und dann müssen wir ihn davon überzeugen, dass wir sind und keine kleinen Kinder. Damit der uns hilft, weil du hilfst uns hier weißt nicht. Weißt du was? Mach, was auch immer du willst. Ich geh jetzt deinen Vater suchen. Ja, viel Spaß dabei. Du kannst sie ja zu meinem Vater mal teleportieren. Ha? Kannst ja sonst immer so gut. Los, teleportier dich. Ich hab den... Ha? Hallo, Jonas. Ellie, Mensch, wie kommst du denn hierher? Was zum Teufel machst du hier denn? Warum zum Teufel bin ich immer wieder bei dir, wenn ich zu Ellie will? Mach dir mal deine Gedanken drum. Ich muss jetzt Katze und Baloui finden, verdammte Kacke. Gott, ist das ein nerviges Kind. Ich bin nicht nervig! So, Leute! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da und lasst ein Däumchen nach oben da, denn ein Däumchen nach oben bedeutet ein Halsbonbon für Jonas, weil ihr hört schon, denen geht's nicht gut. Schaut auf jeden Fall mal bei dem Video in der Endcard vorbei. Darüber würde ich mich riesig freuen. Das ist nämlich ein cooles Video, was ich mit Masi zusammen aufgenommen habe.
Ich werde euch nicht spoilern, was da drin passiert, aber es ist unglaublich cool. Ich habe da zusammengeschnitten. Wir haben eine Stunde gespielt und habe ich runtergecuttet auf, keine Ahnung, 8 Minuten das war. Guckt es euch einfach an. Ich würde mich darüber freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge Empire wieder. Ich bin wieder zurück in Deutschland. Das heißt, ihr seht gerade, die Videos hier waren ohne Lags. Und ich bin auch erkältet und die Stimme geht dann mega auf den Hals. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge und hoffentlich demnächst zum neuen Livestream frisch hier zurück in Deutschland. Oder darin, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin.